Was geht ab, ihr Schnüffler da draußen? Da bin ich auch mal wieder mit einer kleinen Runde LS17 Forst auf der Pacific Inlet. Ja, nicht lang starten, Kopf im Nacken und weiter geht's. Wir haben das Sägewerk bald zusammen schon. Also, heute Platz schaffen. Würde ich so mal brauchen jetzt. Hoffentlich legt sich das mit dem FPS-Problem irgendwann mal. Aber weg mit dir. Ja, ich fahre hier wieder schön, wieder wie so bekloppt. Nicht wundern, dass ich hier wie besoffen herumfahre. Ich bin erkältet. Ich darf das. Für eine Ausrede eigentlich überhaupt. Zack. Wie gut kommen wir auch so da dran? Würde ich jetzt mal so behaupten. Mann, du sollst das Ding drehen, nicht hoch und runter. Jetzt darfst du runter. Passt das? Ja, so mehr oder weniger. Und schon wieder eine Nachricht. Ja moin, man kennt es. Man kennt es gar nicht anders von mir. Ich soll nicht in den Auffangarm. Nachricht, Nachricht, Nachricht. Egal, passiert. Das heißt nur, ein, zwei Nachrichten kommen. Ich hätte nicht so an. Nimm halt mein Handy als Stoppuhr für die Fahrt, wie lange werden. Also, nimm das mal locker. Ja, dann fahr doch endlich runter. Mann. Die kommen da alle gegen und das Ding will nicht runterfallen. Oh, Wetter sagt wolkig. Ich sehe nur blauer Himmel. Mensch. Hey, ist doch eine Scheiße hier schon wieder. Hätten sich die scheiß Forstprojekt. Nein, ist das nicht weiter. Ich wollte gerade fragen, wer sich die scheiß Forstprojekt überhaupt ausgedacht hat. Ist mir eingefallen ist. Hey, ich mach's ja selber. Na, kriegen wir ihn oder nicht? Zack. Kriegen wir ihn oder nicht? Kriegen wir ihn oder nicht? Kriegen wir ihn oder nicht? Ja? Zack. Da haben wir ihn. Hui. Das war zu tief. Ja. Machen wir es mal so wieder. Und weiter geht's. Weiter geht's. Ja, 163.000. Die 200 sind nicht mehr weit weg. Ich war gerade am Überlegen, ob ich mir jetzt schon mal einen Förderband holen soll. Aber da warte ich lieber auf euch. Wenn mir überhaupt einer schreibt. Ist so die andere Sache. Wenn überhaupt einer Lust hat, einen Kommentar dazu lassen. Weil. Ich habe zwar pro Part nur 3-4 Aufrufe, aber 3-4 Aufrufe ohne Abos. Das wäre pro Part 3-4 Abos, die ich dazu bekommen würde. Also Leute, ihr wisst, abonnieren ist kostenlos und ihr schaut es ja scheinbar gerne. Daher, es ist kostenlos, es tut euch kein Beinbruch oder sonstiges. Damit unterstützt ihr mich eigentlich auch nur im größten Teil. Und somit verpasst ihr auch keine Videos mehr. Hat eigentlich alles nur Vorteile, das wisst ihr. Warum tut ihr es dann nicht? Ja, meine kleine Ansprache an euch. Oha, oha, oha. Jetzt gleich auch schon wieder 5 Minuten, schon durch. So, läuft doch.
Nein, vielleicht machen wir den nächsten Part. Ja, ich weiß es nicht. Erstmal schauen. So 3, 4 Hängerladungen voll müssen wir noch. So 4, 5. Dann haben wir das Sägewerk schon mal. Dann bereite ich ja alles mit den Baumstumpfen und so weiter vor. Das, was dann noch hier hinkriegen. Ich weiß nicht, irgendwie lasse ich, wollte ich auf dem Hügel erstmal die Bäume stehen lassen. Ihn nervt mich nicht. Also kann ich sie auch stehen lassen. Also würde ich mal so sehen. Jetzt aber. Zack. Vor allem ein Baum kommt weg, wie viel Platz auf einmal wieder da ist. Ist schon heftig. Vielleicht mache ich gleich noch ein Part oder nachdem hier dann Schluss. Mal schauen. Mal schauen. Da ich ja auch noch hochladen muss heute. Dementsprechend sollte ich auch dann bei Zeit mal den ersten Part in die Bearbeitung schicken, dass ich den hochladen kann. Irgendwann nachher, heute Abend. Mal schauen. Weil sonst wäre ich ja normalerweise schon den ersten Part am Hochladen, aber ich habe gerade so viel Lust am Spielen, also haue ich ein Part nach dem anderen raus. Und wie gesagt, es hilft der Erkältungszeit. So, den haben wir auch gleich wieder voll. Ist doch alles schön, wenn es alle mal ein bisschen läuft. Den hier weg. Ja, wir müssen hier eh alle weg. Das ist ja relativ. Echt. Zack. Genau rangefahren. Passt doch. Ach, ich weiß selber nicht, wie das Spiel hat. Das kann sich einfach selber nicht entscheiden. Welcher Framerate erstmal laufen will, welcher nicht. Aber es ist völlig schlimm. Ja. Jetzt dürfte es passen. Ja, ist noch nicht ganz voll. Dafür gibt es gleich wieder Money, Money, Money. Ja, jetzt ist er voll. Zack, irgendwann mal wieder weg. Immer rumlaufen. Zack, ah, der ist voll. Na komm, Fan. Das schaffst du doch. Nein, so rum wahrscheinlich. Einfach nur gerade zurück müssen. Ja, genau so. Ja, das Fahren, das klappt schon ein bisschen besser. Ja, muss man schon so sagen. Ja, da kommt auch wieder ein bisschen Asche rein. Stimmt auch wieder bei. Ja, 11.823 Euro. Ja, vielleicht mache ich zum nächsten Part hin schon mal ein bisschen Kohle fertig und so. Dass wir das Sägewerk wenigstens hinstellen können, schon mal beladen können. Dass wir jetzt den Part noch zusammenhäckseln. Ich dann hier zum nächsten Part hin noch ein bisschen Geld mache. Vielleicht einen kleinen Kredit aufnehmen, mal schauen. Baumstumpf hier wegmache. Und, das war's dann zum nächsten Part hinstellen können.
wir dann nicht mehr die ganze Zeit im Hackschnitzel fahren müssen. Na, irgendwann wird es bei euch bestimmt auch mal langweilig, mir die ganze Zeit beim Häckseln zuzuschauen. Nein. Nein. Ich wollte doch in den Harvester rein. Willst du mich jetzt verarschen? Danke. Oh. Danke, dass ich auch mal mein Arbeitsgerät reingelassen wurde. Was für eine Ehre. Oh. Zack, da haben wir auch wieder ein schöner Bus. Schön ist, wenn wir Sägewerk hier haben, können wir schon mal Baumstämme auch wieder schön vernünftig verarbeiten, müssen wir nicht mehr häckseln. Ja, dann müssen wir mal schön Paletten wegfahren. Hat da auch mal wieder was. Mal was Neues. Das passt auch, das passt auch. Ach ja, meine arme X-Taste. Ja, okay, wir hätten auch den Häcksler noch da stehen lassen können, aber es dauert dann viel zu lange. Ah, ich glaube, das mache ich bis zum nächsten Part. Ja, vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Mal schauen. Ich überlege mir das nach der Aufnahme. Weil sonst, na, hin und her, bla und bli und blub. Aber mal schauen. Am liebsten hätte ich schon wieder so eine programmierbare Maus, wo man das Sägen einfach immer schön auf der Seitentaste oder so hat. Sowas ist doch ein Träumchen. Zu schnell. Ich muss ja auch mal ein paar Batterien kaufen für meine Funkmaus. Dann hätte ich sowas nämlich wieder fürs Erste. Weil momentan habe ich meine Logitech-Maus drauf, weil die andere nämlich leer ist. Halt eine Kabelmaus, irgendeine Standardmaus, ich weiß selber nicht mehr welche es war. Lohnt sich auch nicht zu erwähnen, Hauptsache sie erfüllt ihren Zweck überwiegend. Und eine grundig Maus und Tastatur habe ich. Ja, die eigentlich richtig, richtig schön ist. Aber nun ja, Funk halt und Funk ist ein bisschen anfällig. Aber mal schauen, wie sich's alle noch weiterentwickelt. Ja, gibt schon ein, zwei Tastaturen und Mäuse, die ich schon gern haben will, aber die kosten unheimlich viel Geld. Dementsprechend einfach mit dem zufrieden sein und klarkommen, was man hat. Also sehe ich jetzt mal so. Ja, wir kommen hier schon immer weiter in den Wald hinein. Vor allem solche Bäume, die auch bis runter mit Ästen voll sind. Das sind wirklich Framerate-Killer, also FPS-Killer. Da es hier hiervon unheimlich viele gibt, müssen die weg. Genau so nämlich. Können auch die ganze Zeit so fahren, dann haben wir 24, 25 FPS. Ja, nee. Ist klar.
Ach Mensch. So, runter mit dir. Passt jetzt? Ja, jetzt passt es. Weil man sieht's, 24 FPS durchgehend. Es läuft wieder. Warum nicht gleich so? Warum nicht immer so PC? Ja, er ist halt in die Jahre gekommen. Der muss mal ein bisschen überholt werden wieder. Ja, vorsichtig gucken, wo ein Stämmchen ist. Zwar nicht. Ja, kommt den hier nicht. Den hier will ich haben. Nee, Kollege. Wir bleiben so. Das was hat man müssen so machen. Kann ich aber auch gerade ehrlich gesagt noch leben. Hauptsache, dass wir zum Holzschneiden genug FPS haben, dass es gut vonstatten geht. Also können wir nämlich schneller sägen. Er wird hin und her fahren. Es ist ja noch nicht alle Tage Abend. Vielleicht kommt irgendwann ein komplett neuer Zocker-PC. Wer weiß. Und der bleibt als, ja, Arbeitstier nebenbei noch erhalten. Weiß noch nicht, vielleicht dann als Ersatz. Und der Hänger ist schon wieder voll. Ja, dann bringen wir den mal weg. Aber trotzdem quält sich der kleine Fan. Der mittlere Fan. Gut. Nach vorne. Ne, so müssen wir. Er erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. So. Und weiter kommt Geld rein. Geld, 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 Money, 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 Money. Ja, ich bin ein bisschen bekloppt, ich weiß. Oh, wieder 11,8. Kann sie doch langsam sehen lassen. Nee, nicht zu schnell. Da, drunter da. Vielleicht schaffen wir noch ein, zwei Bäumchen. Wollen wir doch mal hoffen. So. Hier sind ja noch ein paar. Ich habe mir das Gebiet gerade ein bisschen genauer angeguckt zwischen den Folgen. Da haben wir noch hardcore viel zu tun. Ist nichts hier, nur so kurz zack die Kurve rum. Da geht noch einiges in den Wald hinein. Dann fahren wir mal von der Seite hier ran. Ah, ein bisschen höher. Passt es. Dürfte. Ja. So. Ja, würde ich mal sagen, dass nach dem Baum wieder Feierabend ist. Ja, mal schauen, entweder sie im nächsten Part ein bisschen mehr Kohle auf dem Konto, dass wir Säge wegkaufen können, oder wir häckseln gemütlich weiter. Mal schauen, mal schauen. Ja, okay, Leute, dann sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.